Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Unity. Okay, bis auf diese Rätselrollen haben wir hier alles. Und hier und hier. Im Untergrund haben wir noch nicht alles, aber scheiß drauf, ich will Story. Ah, ich habe keine Munition. Es ist schon wieder, ne, wie will man es auch anders erwarten bei mir. Ein Weilchen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. In letzter Zeit, ich meine, ich hatte super viele Folgen Unity. Und, ich hatte super viele Folgen Unity und keine Final Fantasy mehr. Und dann hing ich in letzter Zeit sehr an Final Fantasy. Aber jetzt geht's auch da sehr daran, Nebensächliches zu machen. So die Artefakte sammeln und alles und Fragmente. Und erstmal nicht in der Story voranzuschreiten. Ist schon ganz cool mit den Artefakten, weil mir dieses Spiel unheimlich Spaß macht. Aber ja, manchmal fühlt sich das Spiel dann so ein bisschen an, als würde man halt keinen Fortschritt machen, ne? Weil man, ja, gut, man macht Fortschritt in der Hintergrundstory, aber nicht so in der Mainstory, ne? Aber so wie ich mich kenne, werde ich die Mainstory nicht mehr verfolgen, die nebensächlichen Sachen nicht mehr verfolgen, wenn ich halt mit der Hauptstory durch bin. Ich kenne mich. So ging es mir in Final Fantasy X, so ging es mir in Final Fantasy 13.1. Überall, wo ich gemeint habe, ja, ich mach das dann schon noch, ist nie passiert. Meint ja auch in Assassin's Creed 4 zum Beispiel, diese ganzen dummen Animus-Fragmente, dass ich die sammeln werde. Wann habe ich denn die das letzte Mal gesammelt? Vor Abschluss der Story. Ein Schatten der Vergangenheit. Bonsoir. Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Halt! Oh Gott. Objekte über oder unterqueren. Ja, Objekte über oder unterqueren. Erstmal Elise hinterherkommen. Aus dem Weg, du Arschloch. Ja, irgendwann hole ich sie vielleicht auch mal ein, ne? So. Mal nebenher diese Mission abgeschlossen. Tackle! Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar Su. Hier. Scheiße. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Er ist hinter dem Waisenhaus. Zum Waisenhaus gehen. Erstmal das Waisenhaus finden. Dreimal falsch gelaufen und noch kein Stück näher gekommen. Finde ich herrlich. Okay, also das mit den Häusern hier ist echt praktisch. Die sind schon ganz gut positioniert, wo man da durch kann. Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die
Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, Moissy. Komm in mein Zimmer, sobald du die zwei hast. Oui, Monsieur. Kinder. Erinnerungen abgeschlossen. Okay, die lassen sich ganz schnell hier abschließen. Ich glaube, wenn ich die Story streng verfolgen würde, dann wäre hier Dead Kings nicht mal halb so lang. Sugas Erbe. Die Notizen des Dom Poiria auf den ersten Seiten sind... Was? Achso, auf den ersten drei Seiten sind... Nee, meine Güte, die Notizen des Dom Poiria. Auf den ersten Seiten sind drei Platten erwähnt. Von zweien hat sich Dom Poiria die Fundorte notiert. Die dritte ist verschollen. Sie sind in der... Mann, was ist denn los? Sie sind in der Schüssel, jawohl. Nein, sie sind der Schlüssel, um das zu finden, was Napoleon so dringend in seinen Händen halten will. Dom Poiria ist auch noch auf mehr gestoßen als nur die Platten. Abt Suga, Architekt der Basilika und Bischof von Saint-Denis, erbaute diese Kirche auf den Überresten des Tempels von Saint-Denis, einem heiligen Ort, der, wie er behauptet, die Macht Gottes beherbergt. Suga schmiedete ein außergewöhnliches Schwert in Form eines Adlers und ließ es dann von jener Macht segnen, worauf es von einer wundersamen Kraft erfüllt wurde. Dom Poiria erwähnt anschließend noch weitere Notizen, die er in einem kleinen Raum zwischen den beiden Türmen der Basilika aufbewahrte. Dom Poirias Notizen in der Basilika lesen! Meine Güte, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ja, es ist früher morgens, es ist, um 9. Ich bin noch ein bisschen müde. Aber meine Güte, hab ich mich gerade richtig böse verlesen. Echt, das war gerade echt peinlich, einfach nur. Also ich find's schon immer schlimm, wenn sich wirklich professionelle YouTuber immer verlesen. Also, was mir damals ein bisschen das Let's Play Hyrule Warriors von, wie heißt der, Looks Like Link versaut hat, waren die Exafoles. Exalphos heißen die. Exalphos. Nicht Exafoles. Das stört mich. Ich meine, L3 finde ich super sympathisch und hier Paper Mario bei ihm fand ich auch echt cool, aber Hyrule Warriors konnte ich mir irgendwann nicht mehr geben. Ich mag übrigens diesen kleinen Raum hier. Notizen aus Dom Poirias Buch. Ein Auszug aus Dom Poirias Notizen. Suga war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Frankiade, einst Saint-Denis, bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das seine Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Achso, zum Thema, YouTuber verlesen sich und kennen sich nicht aus und so. Französisch kann ich nicht. Das erwähne ich immer wieder, ich kann es nicht. Wenn euch die Aussprache stört, dann seid ihr falsch. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Suga behauptet darin, dass die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparates, der von Gott gemacht sei. Verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände. Ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von Saint-Denis ist damit versiegelt worden und Mönche wachten über sie. Ah, das sind wahrscheinlich die Geister. Während des Grabraubes kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Sugas Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllten jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Sugas Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Sugas Adler, einem Schwert, welches der Mönch geschmiedet hat und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen, durch irgendein Geheimnis. Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Innern des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten. Denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Falsche Taste. Was haben wir hier? Ach nur, Renate de Franciade. Ich mag den Raum da oben echt gerne.
Notizen aus Dom Poriers Buch. Sugars Schriftrollen sind über ganz Frankiade verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sugars Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sugars Erbe zu lüften. Ah, hier muss ich mal Escape drücken, alles klar. Den Turm des Schwerts untersuchen. Gut, da oben ist direkt eine dieser Schriftrollen. Relikte von Suga gefunden. Okay, und hier sind es dann eben keine... Wie heißt der gleich? Nostradamus-Schriftrollen, sondern diese Suga-Schriftrollen. Ich hoffe, das Schwert lohnt sich dann auch. Wenn ich jetzt den ganzen Mist sammle und das Schwert ist auch Mist... Sugars Erbe 3. Diabolus oder Diabolus. Rätsel lösen. Wachen, starren, brüten. Erbrüten gehören... Was? Brüten gehörnte unter Monstern auf dem Hause Gottes von unserem Ring umgeben. Okay. Ah, hier muss ich mit Gegenständen interagieren. Oh ne, da unten ist das Ding. Mein unterwürfiger Blick auf dem Außenposten des Herrn, die Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Ich will hier eigentlich mich runterlassen. Moin. Okay, da oben hängen zwei Hühner. Finde ich gut. Sie spielten Ginnys Lieblingsspiel. Hühnchen töten. Ach, die... Ich muss die Hörspiele unbedingt mal wieder gucken. Ich habe schon den ganzen Insider wieder vergessen. Weiß der Harry Potter und ein Stein konnte ich mal mitsprechen. Aber... Die Hörspiele... sind mir leider nicht so präsent. Sehr schade. Sehr schade. Boulangerie. Oder Boulangerie. Ja, wie gesagt. Ne. Stört euch nicht an der Aussprache. Auf Spanisch könnte ich die Aussprache super. Also, meine Aussprache war das Einzige, was ich in Spanisch konnte. Der Rest war mies. Irgendwas mit Sternen war es hier. Hier bin ich schon wieder raus. Muss ich in den Untergrund? Gibt's hier einen Untergrund? Ah, mein Freund. Hallo. Klick, klick. Hä? Oh, wait. Es kann auch hier oben sein. In dem Suchradius ist auch die Kirche mit drin. Und irgendwas hieß hier mit überwachen, ne? Irgendwo höre ich hier doch was. Oh, wait. Ah. Ah, das Pentagramm. Stern. Ja. Die Dame an den Toren. In ihrer Reichweite wartet das Inferno. Unser Fluch, die Zahl des Teufels. Dame an den Toren. Ah. Ah, da unten steht 666 auf dem Boden. Eins von zwei Relikten von Suga gefunden. Missionsgegenstand erhalten. Und 10.000 Florin. Könnte bitte jemand diesen Irren an die Wand ketten? Nö. Hätte Wenderkette oder so. Au, Genick.
Und schwupp. Schwupp. Und rüber hier. Ja, das heißt, die nächsten Male werden wir jetzt die Relikte von Suga verfolgen. Ne? Wir wollen ja dieses geile Schwert haben. Mit der Sargbegonie schießt man nicht nur Löcher in den Käse, sagte Elrond zu Aragorn, als er ihm Anduril gab. Oh ja, schön gepfählt. Und immer in den Rücken. Immer mitten in die Fresse rein. Na ja, gut. Oder immer mitten ins Kreuz. Aber es ist fast dasselbe. Bei Arschgesichtern. V-Krux. Ich sah mir Revolutionen über Felder und Sümpfe emporragen. Denn Kreuze Gottes, unbelebt in leichter Brise. Finde ich schön, dass einem hier wenigstens die Orte angezeigt werden. Ich versuche mich dann hier zurückzuhalten mit dem Adlerauge. Um trotzdem noch ein bisschen selber zu rätseln. Ne, ich sah mir emporragen. Wird hier oben irgendwo sein. Oder nicht? Oh. Ja gut, oder halt nicht, ne? Oder bist du jetzt nicht mein Rätsel? Nö. Ich höre hier nichts. Hier höre ich was. Ah, das Kreuz. Zeichen der Erhabenheit. Starr, selbst in Bewegung. Mit einer Form so rein, darin sein Sohn entschlummerte. Stimmt, es hat ja was vom Kreuz gesagt. Sei es Sankt Andreas oder der allmächtige Sohn. Ich bin der, der wählt. Die leuchtend Sonnenform. Ah, ja. Sonnenmonument. Die Sugar-Artefakte. Haben wir hier noch was? 4. Natura. Dann sammeln wir die jetzt mal alle. Dann sammeln wir jetzt mal die ganzen Schriftrollen. Und machen danach die Story weiter. Ich wette, die Schriftrollen brauchen wir eh dafür. Zermahle das täglich Korn, ehe der Koloss herannaht. Von den Jahren gezeichnet, vom Pferd gestützt. Ne, ist natürlich die Mühle hier. Das ist diesmal vorne das Ding. Schätze ich. Unsere Elemente verbunden, erschaffen leuchtend Moor. In der waldig umrankten Krone, aus Stein und Feuer. Leuchtend Moor. Irgendwas in Richtung Leuchtturm oder so, ne? Also baldig umrankte Krone aus Stein und Feuer. Hört sich für mich so ein bisschen nach dem Turm hier an. Aber ich liege wohl falsch damit.
Waldig umrankte Krone aus Stein und Feuer. What? Dann raff ich den jetzt nicht. Gut, eventuell werde ich dann doch nicht alles selber lösen, sondern googeln. Irgendwas mit leuchtendem Moor. Da hinten ist halt moorig, ne? Also ich laufe jetzt mal hier schnell noch ein bisschen ins Moor ab. Hier hinten. Aber wenn ich hier nichts finde, dann google ich den Mist. Da ist Feuer. Und da sind Steine. Das ist so eine Art Steinkreis. Du bist es. Während sich im heiligen Hain die Feuerelemente ereifern, ließ heraus, was fließt und ward verlassen allzu lang. Ließ heraus, was fließt. Das ist ein Fluss oder so, ne? I guess. Ja, Brunnen. Nice. Gut, wir sind bei 22 Minuten. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's halt weiter mit diesen Schriftrollenmissionen, ne? Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.